Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Stream Minecraft. Und zwar ist dies wieder eine Livestream-Ankündigung. Und zwar der nächste große Livestream startet am 14.05.2015 am Donnerstag um circa 17:30 Uhr. 14.05.2015, 17:30 Uhr, Donnerstag einschalten, dann sind wieder alle dabei, denn heute bin ich alleine. Allein, 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 allein. Ich bin allein. Ja, jetzt ist nämlich Sonntag, der 10.05. und alle feiern Mutti-Tag und zum Beispiel Spargel, der guckt Formel 1. Ja, was soll ich machen? Stream ich halt mal alleine. Ich habe keinen großen Plan, was ich machen möchte. Doch, ich habe einen kleinen Plan, aber keinen großen. Und zwar möchte ich gerne mir ein paar Materialien sammeln, um mir demnächst ein Häuschen zu bauen. Denn die meisten Leute hier auf dem Server haben schon Häuschen, außer ich und Spargel zum Beispiel. Oder viele sind noch am Bauen, so wie der JR oder der Paul. Die bauen sich noch ihr Häuschen und ich möchte halt gerne auch mal ein Haus bauen für mich. Und ja, da denke ich mal, mache ich mich heute in dieser heutigen Folge am Sonntag auf die Suche nach ein paar Materialien, um dann im großen Livestream am Donnerstag am 14. loszulegen. So, jetzt kriege ich hier vier Nachrichten rein. Ist alles von so einem scheiß Bot. Den werde ich wieder deinstallieren. Das war eigentlich nur ein Test und der gefällt mir nicht. Den Wisebot oder Wisbot oder wie auch immer der heißt, der Scheiß. Aber gefällt mir nicht. Dann hatte ich irgendwie eingestellt, dass er die Zuschauer begrüßt, die hier dabei sind, aber irgendwie hat er das auch wieder selbst geändert und begrüßt die jetzt wieder in Englisch und begrüßt auch nicht jeden und ach, so ein Schrotz, ich brauche keinen Bot, ich mach das alleine. Allein, 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 allein. So, bevor ich jetzt weiter rumsinge hier, baue ich mir mal zwei Äxte. Baue ich mir unten ins Inventar und dann gehe ich mal ein paar Bäume kloppen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, was ich mir für ein Haus bauen möchte. Am liebsten würde ich mir ein Haus mit Wolle auch bauen. Bloß dann ist wieder die große Frage, haben wir überhaupt Schafe genug? Da gehe ich jetzt erstmal gleich mal nachschauen, wie viele Schafe wir hier haben. So, das Blöde ist jetzt, wenn ich alleine bin, bin ich ist ziemlich ungewohnt wieder, da ich schon lange, lange, lange nicht mehr alleine gestreamt habe. Sondern immer nur zusammen mit den anderen Leuten. Und jetzt muss ich wieder euch alleine unterhalten, alleine voll sabbeln. Und keiner redet mit mir, keiner unterhält sich mit mir. Es ist noch niemand im Chat. Ich habe noch keinen Zuschauer. So, dann fange ich schon mal an mit Wolle besorgen. Habe ich Weizen dabei? Nö. Natürlich nicht, ich Arschloch. Aber ich werde mir einmal ganz kurz Weizen holen, um die Schafe dann noch weiter zu vermehren. Ja, fress mal was, Dankeschön. Haben wir hier vielleicht sogar Weizen? Natürlich nicht. So. Wieso steht hier. Ach nee, okay, alles klar. So, Weizen dürften wir ja hier genügend haben. Ja, und wie gesagt, ich nehme einfach heute erstmal die heutige Folge auf für den 10.05. für den Mutti-Tag. Grüße an alle Muttis der Welt. Schönen Mutti-Tag. Und dann werde ich wahrscheinlich morgen die restlichen Folgen bis Donnerstag aufnehmen. Vielleicht dann mit dem Spargel oder jemand anders. Mal schauen. Oder ich nehme komplett allein auf. Das werden wir sehen. So, ihr fresst jetzt erstmal wieder, denn ich will nur weiße Schafe erstmal vermehren. Ah, hier ist ein weißes Schaf. Du und du bitte einmal vögeln. Dankeschön. Und dann auch nochmal du und du. Bitteschön. So, die anderen Schafe müssten jetzt erstmal was fressen, damit ich sehe, welche Farbe die haben. Wir haben ganz schön viele Tiere hier. Das ist ein Wunder. Du kannst nicht mehr. Du kannst. Ich weiß jetzt nicht, welche Schafe habe ich anklicke. Ich klicke einfach mal an. Ich klicke einfach mal an. Vermehret euch, züchtet Nachkommen. Ah, da ist schon ein kleines braunes Babyschaf. Hier ist ein weißes. Mal schauen, was wir noch so rausbekommen hier. Ganze Inzuchtschafe hier. So. So, weiterhin, weiter kann ich keine anklicken. Dann gehen wir erstmal wieder mit der Schere durch.
Oh, ich habe eine öffentliche Party. Manosch, moin. Jo, du, ich bin gerade im Stream, Manosch. Ich spiele Minecraft, ich spiele Minecraft. Ich mache für meinen Let's Stream. Ich habe heute noch keine Folge, weißt du? Du bist jetzt live dabei! Ich habe vergessen, eine private Party zu machen, habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. Ich bin in 20 Minuten circa fertig und dann können wir Project Cars zocken oder so, wenn du Bock hast. No? Alles klar, Manosch, dann bis nachher. Das war der Manosch. Ich habe total vergessen, eine geschlossene Party zu machen oder besser gesagt, die Party zu verlassen. Ich hatte das jetzt so spontan irgendwie hier angefangen, ich habe gerade noch schnell was gegessen. Weil ich noch die ganze Zeit auf Spargel gewartet habe, aber dann ist mir eingefallen, nee, heute ist Formel 1, da wird der Spargel nicht online kommen. So. Egal. Dann passiert sowas halt mal, lernt ihr mal ein paar Leute kennen. Den guten Manosch, grüße dich. So, das Weizen lasse ich jetzt mal hier. Die Wolle lasse ich auch erstmal. Nee, die lasse ich nicht hier, sonst wird mir die weggeklaut. Die habe ich mir erfahren. So. Und dann gehen wir mal in die Baumschule, zu dem Platz, wo wir eine Baumschule bauen können und dann werde ich da mal eine Runde Holz abkloppen. Herzlich willkommen an den ersten Zuschauer. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Wer auch immer da gerade zuschaut, vielleicht ist das sogar der Manasch. Ich weiß es nicht. Wird mir nicht in der Zuschauerliste angezeigt. Okay, gut. Herzlich willkommen jedenfalls. Dann schlagen wir uns mal ein paar Eichenbäumchen ab. Ich habe sogar ein Bett dabei, dann könnte ich zur Not sogar auch schlafen. Dann brauche ich nicht extra zurückrennen. Das ist dann schon vorteilhaft. Wie gesagt, ich glaube, ich werde das Haus nicht mal mit Holz bauen. Ich weiß gar nicht, wozu ich jetzt Holz sammle, aber Holz brauchen wir immer. Auch wenn die Kiste voll ist, wenn nach einem Stream ist die wieder leer. Deswegen tue ich mal ein bisschen was für die Allgemeinheit. So, ja, zurzeit zocken wir viel Project Cars. Das ist ja jetzt seit ein paar Tagen draußen und es macht einfach nur Spaß. Man kann zwar auch nicht den ganzen Tag spielen, weil man da hochkonzentriert sein muss beim Fahren, weil jeder kleine Fehler wird da meistens bestraft. Aber macht schon sehr viel Spaß. Ich will das ja gerne auch noch auf meinem Kanal dann anbieten als Let's Stream, aber die Karriere finde ich ziemlich langweilig. Die lohnt sich gar nicht wirklich. Wenn, dann würde ich das eher machen, dass wir mal ein paar kleine Rennen fahren oder irgendwie sowas. Finde ich interessanter mit Qualifying, freien Training vielleicht. Mal schauen. So, es wird Nacht. Ich lege mich hin. Der Mond geht auf. So, Bett wieder abbauen. Dann bauen wir weiter die Bäume ab. Ja, und am Donnerstag im Stream hoffe ich, dass ich dann anfangen kann mit dem Häuschen. Ich habe das schon so, ich habe immer so kleine Vorstellungen und ich weiß auch schon ungefähr, wo ich das Haus hinbauen will. Aber das seht ihr dann am Donnerstag erst. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen Material beschaffen. Soweit, wie es dann geht. Und mal schauen, was die anderen noch so weitermachen. Ich hoffe, der Paul ist wieder mit dabei, dass er sein Haus weiter zu Ende bauen kann. Der Spargel kann sich ja dann auch ein eigenes Haus bauen. Oder er hilft mit beim Strip-Mine-System, wo Yannick ja noch mit bei ist. Damit das auch irgendwann fertig ist. Oh, hier liegen schon ganz viele Setzlinge. Und ich habe eine Fackel abgeschlagen, ich Arschloch. Mann, ey! Ja, ich hatte ja den Crew vs. Crew Fight angekündigt als Stream. Der ist dann ja leider nicht gekommen, denn die andere Crew hatte Probleme, sich im PSN anzumelden, im PlayStation Network. Die haben das den ganzen Tag versucht, dann ihre Routeeinstellungen und sowas noch zu verändern, aber leider haben die das nicht hinbekommen. Das war ziemlich ärgerlich. Dann arbeitet man lange, lange Zeit darauf hin und dann passiert leider sowas. Gerade an dem Tag muss das PSN natürlich rumspacken. Wir hatten keine Probleme. Und dann ist mir auch ziemlich die Lust daran vergangen, da irgendwie die Spiellisten noch zu spielen. Weil mich das schon ziemlich demotiviert hat dann. Aber der gute JR hat dann ja die Leitung übernommen, zusammen mit Eratok. Die haben das dann noch gestreamt. Habe ich dann zugeguckt, war ganz lustig.
die Setzlinge mal nicht vergessen, die brauchen wir. Ich werde mir wahrscheinlich dann schon so eine kleine Truhe anlegen, wo ich mein Zeug schon reinpacken werde, was ich so brauche. Aber mal schauen. Und dann habe ich ja außerdem angekündigt, das neue Projekt Dave zu Besuch. Das werde ich wahrscheinlich dann immer so einmal in der Woche rausbringen, und zwar nachdem das Let's Show vorbei ist. Jetzt nächste Woche, am Sonnabend, kommt die letzte Folge vom Let's Show, also am 16. Und dann wird wahrscheinlich am 23. die erste Folge von Dave zu Besuch kommen. Lasst euch überraschen, wen ich da besuche. Holzstückchen. Du glitscht irgendwie da oben rum irgendwie. Ah, jetzt habe ich es. Gut. Genau, lasst euch da überraschen, wen ich da besuchen werde. Genau steht es jetzt auch noch nicht fest, aber ich habe schon zwei, drei Leute, die gerne ihre Welt präsentieren würden oder sich bereit dazu erklären würden, die Welt zu zeigen. Wird bestimmt sehr lustig, wird bestimmt sehr interessant. Kann man sich ganz gute Anregungen holen, weil jeder hat ja so seinen eigenen Baustil und jeder hat seine eigene Art irgendwie zu bauen. Jeder hat seine eigene Ordnung, seine eigene Struktur oder hat gar keine Struktur. Manche haben eine ganz blühende Fantasie. Manche bauen sehr realistisch. Manche flippen total aus. Mal sehen, was wir da alles so entdecken, wenn ich zu Besuch bin auf anderen Maps. Und ich hoffe, dass dann noch viele Leute sich dann irgendwann dran beteiligen. Wie gesagt, immer Bescheid geben den Leuten, die auf PS4 Minecraft zocken. Dave würde gerne vorbeikommen und zum Besuch erscheinen. So. Ich mache jetzt noch die restlichen Eichen, dann gehe ich nochmal die Schafe scheren. So. Jetzt muss ich einmal ganz kurz jemanden aus der Party rausschmeißen. Ich entschuldige mich mehrfach jetzt für diese. Ich muss die Party einmal verlassen. Ich erstelle eine neue schnell, eine private. So, ich hoffe, ihr hört mich noch. Ich hoffe, ich bin jetzt noch zu hören. Das weiß ich jetzt nicht. Ich muss einmal ganz kurz meinen Stream anschalten auf Twitch. Es tut mir leid, aber da ist gerade irgendjemand beigetreten, den ich nicht kenne. Und das ist dann ziemlich blöd. Habt ihr wahrscheinlich vielleicht im Hintergrund so ein bisschen gehört eben. So, ich stelle mich einmal gleich ganz kurz auf stumm und höre mal im Stream kurz rein. Bin gleich wieder da. Gut, alles klar. Man hört mich wieder. Bild ist wieder da. Wirklich tut mir leid. Da habe ich echt ein bisschen, ja, geschusselt. Hab nicht aufgepasst wegen der blöden Party, dass ich da eine öffentliche Party noch hatte. Tja. Kann passieren, war zu kurzfristig jetzt die Aufnahme, weil ich musste die jetzt auch machen, sonst wäre heute gar keine Folge gekommen am 10.05. am Muttitag. Deswegen habe ich einfach nur die Aufnahme gestartet, ohne irgendwie zu gucken, ob ich überhaupt noch in der Party drin bin. Weil davor habe ich noch mit dem guten Multi, den ihr vom GTA Online heißt, Let's Stream kennt, mit dem habe ich nämlich vorhin die ganze Zeit mit Project Cars gezockt und da war ich noch in der Party drin geblieben. So. Gut, die Eichen haben wir abgeerntet, abgeschlagen, abgehackt. Alles wird aus Hack gemacht. Und dann müssen wir einmal schnell nachpflanzen. So viel Zeit muss sein. Oh, hier liegt wieder Holz. Ist hier gerade ein Blatt? Sind die Blätter gerade hier aufgeploppt? Ich habe die eben noch nicht gesehen aus dem Augenwinkel. Egal. So, so, so. So eine langweilige Arbeit. Ich hätte auch schon mit dem Haus anfangen können. Aber nö, ich heb mir das auf für Donnerstag. Dann kann ich auch viel länger durchzocken. Viel mehr Zeit. Muss nicht zwischendurch aufhören und irgendwann dann weitermachen. Oh, nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Na komm schon. Oh,
ekelhafte Arbeit. So, perfekt. Dann haben wir das auch. Was ist denn hier in der Kiste noch drin? Wow. Da können wir mal eine kleine Kiste daraus machen. Die nehmen wir uns dann nämlich mit als Baukiste. Die Setzlinge packe ich jetzt aber mal hier rein. Die brauche ich nicht. So. Ich kann euch ja schon mal den Ort zeigen, an dem ich das Häuschen bauen möchte. Ungefähr. Natürlich nicht exakt an der Stelle, aber so ungefähr würde ich das Haus gerne hier so bauen. Das heißt aber, ich muss hier auch noch gut Sand abtragen. Weil ich hätte gerne so den Blick hier auf den schönen Berg, auf die Stammzuschauerwand, auf das Dorf, was hier noch entsteht und natürlich aufs Meer. Gut. Ich glaube, ich kann anfangen zu schaufeln. Habe ich noch genug zu tun jetzt bis Donnerstag dann hier? In den Folgen bis Donnerstag. Was mache ich denn hier? So, erstmal die Kiste. Zack. So, dann noch ein Crafting Table. Und dann baue ich mir mal noch ein paar Schaufeln. Eine, um besser, um genau zu sein. So, eine Steinschaufel haben wir noch, zwei Steinschaufeln sogar. Und dann können wir das Holz hier schon mal reinpacken und safen. So, zack, zack, die Wolle. Braune Wolle brauche ich nicht unbedingt. Aber ich gehe nochmal gucken, ob ich nochmal die weißen Schafe einmal nachzüchten kann. Und dann ernte ich die auch nochmal ab. Schere ich sie nochmal. Weil Wolle, glaube ich, brauche ich sehr, sehr viel. Erstmal nochmal das Weizen hier rausholen. So, weißes Schaf. Du auch noch. Weißes Schaf. Nein, nicht mit Braun, nein. Ah, Mist. Egal, gut. Haben wir ein paar mehr braune Schafe noch? Habe ich Knochen dabei? Nee, habe ich nicht. Gibt's hier noch irgendwo Knochen? Natürlich nicht. Gut, ich renne noch mal ins Lagerhaus, um mir noch mal Knochenmehl zu holen, damit ich... Weil so viele braune Schafe brauchen wir nicht. Was soll man mit brauner Wolle? Wenn du mit braunes bauen willst, kannst du auch aus Holz machen. Ich scheiß. Mann, ey. Viel mehr werde ich jetzt, glaube ich, auch nicht machen. Ich werde jetzt noch die Schafe weiß färben, die noch da sind, und die braun zu weißen Schafen machen. Und dann... gehe ich noch ein ganz bisschen Sand abschippen und dann reicht das auch erstmal. So, was wollte ich? Ach ja, genau, Knochen. Oder besser gesagt Knochenmehl. Da. Ich wollte schon sagen, wo gerade schon losmeckern, wo unser ganzes Knochenmehl weg ist, hin ist hier. So, 9 Stück dürften genügen. Knochen packe ich da wieder rein. Und dann gehe ich nochmal schnell schlafen. Ich gehe oben schlafen. Noch ein Brot zum Abendbrot. Herzlich willkommen an meinen einen Zuschauer. Donnerstag, 14.05.17:30 Uhr, live hier auf Twitch. Dave der Dave PS4. Livestream together. Mit der ganzen anderen Meute. Dann geht es wieder richtig ab. Hier ist jetzt auch nicht so viel los heute. Das ist einfach nur der kleine Mutti-Tag-Stream, ganz alleine. Allein. So, die Apple brauche ich nicht. Hau ich mir gleich das rein hier. Ich hoffe natürlich auch wieder, dass einige Stammzuschauer dabei sein werden am Donnerstag. Vor allem LPG-Mehr-Streifen, der muss ich nämlich noch verewigen auf der Stammzuschauerwand. Mal schauen, wie das denn am Donnerstag aussieht. So. Du braune Schaf wirst jetzt weiß. Dann haben wir hier noch so viele braune Schafe, die können alle weiß werden, ruhig. So.
Und die beiden Brauen reichen aus. So, kann noch irgendein weißes Schaf hier Kinder zeugen? Ihr beiden könnt noch. Du auch noch. Du auch noch. Super. Dann haben wir einige weiße Schafe, ordentlich welche. Dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Hallo? Gehen wir hier noch ein bisschen durch. Friss was. Ja, Supi. Das Blöde ist ja auch, dass die Zuchtobergrenze hier mal schnell erreicht ist auf der PlayStation. Das gibt es ja am PC sowas nicht. Da kannst du züchten, was du willst. Bis dein PC abschmiert. Das ist das Blöde auf der PS4. Irgendwann, wenn du so 20 Schafe hast, ist vorbei. Mehr kannst du da nicht züchten. Aber das sind doch schon ganz schön viele, hätte ich nicht gedacht. Weil wir auch so viele Kühe noch haben und alles. Dass wir so viele züchten können hier überhaupt, das ist schon mal ein Wunder. Hier hat doch irgendwer gefressen, schon das Babyschaf wieder. Hier, du hast gefressen. Frisst! Frisst, was das Zeug hält! Herzlich willkommen, meine zwei Zuschauer, am Donnerstag. Am 14.05. 19 Uhr, 19 Uhr sein. Nein, nein, nein. Nochmal. 14.05. 17:30 Uhr. Am Donnerstag gibt es hier den großen Stream. Das Let's Stream Together. Mit den ganzen anderen Kollegen. Mit Spargel, Yannick, JR, Manu, Paul, Blazy. Sorry, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe. Ich will auch kein Doppel aufzählen jetzt. Hab bestimmt jemanden vergessen, ich Arschloch. Da geht es auf jeden Fall richtig ab. Das ist jetzt hier nur eine ganz kurze Ankündigungsfolge für heute, indem ich jetzt einfach nur noch ein paar Schafe, in der ich jetzt einfach nur noch ein paar Schafe scheren werde. Aber die wollen nichts mehr essen. Hier ist auch kaum noch Gras auf dem Boden. Balko 111, moin, grüß dich, willkommen im Stream. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag und einen schönen Mutti-Tag. Ich hoffe, dass deine Mutti nicht vergessen. Ansonsten hol das schnell nach. Wie geht's dir? Alles klar bei dir? So. Nicht die Tür aufmachen, sonst hauen die ganzen Viecher ab hier. So, wie viel weiße Wolle habe ich jetzt? Ein 64er Stack. Das ist noch nicht so viel. Aber braune Wolle brauche ich zwar wahrscheinlich nicht so viel, aber. Kann ja nicht schaden. Die wollen nichts mehr fressen. Okay. Gut. Dann gehe ich noch ein bisschen Sand abtragen und dann reicht das auch. Jo, eigentlich schon. Das ist gut. Das ist schön. Das freut mich. Was machst du schönes, Balko? Stream schauen, zocken. Was geht ab bei dir am Sonntag? Saftbefehl! Hey, eure Saftigkeit ist auch da. Ich begrüße die Saftigkeit in meinem Stream. Herzlich willkommen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, du hast an deine Mutti gedacht heute am Mutti-Tag. Am Donnerstag um 17:30 Uhr haben wir unseren großen Stream Together wieder. Wenn du Bock hast, Saftbefehl oder Balko, schaut rein. Ich würde mich freuen. Denn jetzt passiert noch nicht so viel. Ich mache jetzt gerade noch die Ankündigungsfolge für YouTube, damit die Leute Bescheid wissen, dass am Donnerstag, dem 14.05.17:30 Uhr, der große Stream startet. Und ich bereite mir so ein bisschen Baufläche vor, weil ich mir ein Häuschen bauen möchte. Ah, Balko ist am Stream schauen und vielleicht gleich ein bisschen FIFA zocken. Ach, FIFA! Hol dir Project Cars! Oder spiel Minecraft! Project Cars lohnt sich echt. Macht sau viel Spaß. Aber wenn du natürlich lieber FIFA zocken möchtest, wünsche ich dir viel Spaß beim FIFA zocken. Sandklatschen ist immer gut. Ich muss mir ein bisschen Fläche ebnen, weil ich genug Platz habe für mein Häuschen und außerdem kann man dann gleich Glas draus machen. Passt perfekt.
Hab's mir noch nicht angeguckt, Project Cars. Guck's dir mal an. Lohnt sich echt. Für Simulationsfans, für Rennfans auf jeden Fall zu empfehlen. Wenn du eher so auf Arcade-Racer stehst, eher nicht. Aber wenn du auf Simulation stehst und ein richtig gutes Fahrgefühl haben willst, bist du bei Project Cars richtig. Kannst du mal hier auf Twitch nachschauen. Ich habe Project Cars auch schon gestreamt. Das findest du eigentlich unten in den archivierten Streams, in den früheren Übertragungen. Oder schau auf YouTube. Gibt es genug Videos eigentlich dazu? Wie viel kostet das überhaupt? Zwischen 60, 70 Euro. Das ist ganz verschieden, je nachdem, wo du es kaufst. Im PSN Store zahlst du, glaube ich, 69,99, aber ich glaube, da kriegst du es günstiger übers Internet, über Amazon oder Spielegrotte oder irgendwie sowas. Da kriegst du es wahrscheinlich auch schon ab 60 Euro. Oder sogar gebraucht. Da kriegst du es dann nochmal einen Tick günstiger wahrscheinlich. Ah, schau dir es mal an, schau mal auf YouTube vielleicht ein bisschen Let's Plays oder Reviews. Da gibt es genug Material. Und wir sind uns zurzeit fast nur am Zocken. Jeden Tag so ein paar Ründchen. Auf der Nordschleife oder auf dem Hockenheimring. Oder auf anderen berühmten Grand Prix-Strecken. Aber das erste gute Rennspiel auf der PlayStation 4. Drive Club war okay, war eigentlich aber mehr ein Grafikblender. Vom Fun-Faktor her war es eher weniger gut. Vom Fahrverhalten auch, war in Ordnung, aber war halt mehr Arcade. Und Project Cars ist jetzt halt einfach die Simulations-Racer. Ohne dass ich irgendetwas mitbekommen habe, wünsche ich dir einfach weiterhin viel Spaß und sag mal bis die Tage. Also, hoffentlich bekomme ich das gefixt. Okay, Saftbefehl, alles klar. Weiß nicht, was du für Probleme hast. Wahrscheinlich irgendwelche Twitch-Probleme. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag. Genieß den Sonntag und eine schöne Woche wünsche ich dir. Danke, dass du reingeschaut hast. Bis denn. Ciao, ciao. Balko, naja, ich hol's mir, wenn dann später. Muss mir erstmal ein neues Mikro zulegen und das kostet schon 70 Euro. 70 Euro für Mikro. Okay, alles klar. Das ist natürlich auch erstmal teuer, sowas. Was holst du denn für Mikro? Und wofür nutzt es? Für deine Let's Plays, oder? Ich nehme jetzt einfach weiter auf, weil ich gerade viel Zuschauer habe. Ich möchte jetzt nicht einfach abbrechen. Aber ich muss bald aufhören, damit ich die Folge pünktlich um 17 Uhr hochladen kann auf YouTube. Sonst kriege ich Ärger. Mit den Stammzuschauern. Damit ist die nächste Schaufel auch im AA. Dann bauen wir mal noch schnell eine Steinschaufel. T-Bone SC450 gebraucht mit Popkiller und Tischständer. Also ein richtig gutes Mikrofon oder so. Sowas ist dann schon teuer. Ist es kompatibel mit der PlayStation? Kenne mich da jetzt nicht so aus. Für Let's Plays und zum Quatschen. Sehr schön. Dann hört man Balko bald in HD. Ja, USB, hat USB, alles klar. Wunderbar. Wenn das hast, sag mal Bescheid, dann können wir uns ja mal eine Party treffen, dann mal gucken, wie die Qualität da ist. So, und hier wird es gerade wieder Nacht. Alles wird aus Nacht gemacht. Lenla! Hallo Dave und hallo an die Zuschauer. Lenla, grüß dich, willkommen im Stream. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, du hast an deine Mutti gedacht, denn heute ist Mutti-Tag. Falls nicht, ganz schnell noch die Mutti umarmen. Ich hoffe, du hast einen schönen Sonntag. Ich mache gerade hier nur die Ankündigungsfolge für unseren großen Let's Stream Together Tag. Und der Let's Stream Together Tag wird sein am Donnerstag, den 14.05. um 17:30 Uhr circa fangen wir an. Da siehst du dann die altbekannten Leute, die du schon von Jaya vom Stream kennst. Mich sowieso, dann den Jaya wahrscheinlich, den Yannick, den Blazy, den Spargel, den Manu, den Paul,
Mal schauen, wer alles mit dabei sein wird diesmal. Auf jeden Fall wird es immer sehr lustig. Jetzt streame ich hier gerade nur alleine, das ist immer ein bisschen blöd, da muss ich immer alle allein unterhalten. Da rede ich mir dann immer eher den Mund ein bisschen fusselig. Aber freut mich, dass du vorbeischaust. Und vielleicht schaust du am Donnerstag dann um 17:30 Uhr vorbei. Und jetzt muss ich halt gerade erstmal die Folge ankündigen für die Zuschauer auf YouTube. So, das Bett nehme ich erstmal wieder mit. 5 Zuschauer, ich begrüße alle 5 Zuschauer und wünsche allen einen wunderschönen Sonntag. So, ich würde sagen, jetzt. Oh, schon wieder die Schaufel kaputt, ich raste aus hier. Big Baby Star 123. Hi, Big Baby Star, willkommen im Stream. Schön, dass du vorbeischaust. Kann ich mir einen Ofen bauen? Nee. Aber eine Schaufel, oder? Stöckerproblem, wie immer. 3 Schaufeln mache ich mir, die mache ich jetzt noch zu Ende. Thanks. Okay, so I will say welcome in English. Welcome to my stream. Balko, Dave, ich zieh zu dir nach Hamburg. In meinem kleinen Dorf gibt es Leute, die grüßt man und dann gucken sie dich an, als wollen sie dir auf die Schnauze hauen. Du, solche Leute gibt es in Hamburg auch. Da mach dir mal keine Sorge. Mach dir mal keine Sorgen. Hier gibt es genauso solche Leute, die dich dann komisch angucken. Gerade in Hamburg, die Leute sind ja alle ein bisschen verklemmt. Ja, alles gemacht, hab so gut wie gepennt. Cool. Hab dir gestern ein Follow gegeben und bei YouTube hab ich auch geschaut. Oh, sehr schön, Dankeschön. Vielen lieben Dank für den Follow. Und fürs Reinschauen auf YouTube. Ich hoffe, dir gefällt das so ein bisschen. Und ich hoffe, dir gefällt dann der Stream jetzt auch. Gerade mit mir allein. Ich wollte einen Spargel dazu holen. Normalerweise machen wir mal zusammen die Ankündigungsfolgen. Aber der schaut Formel 1. Und ich konnte nicht so lange warten. Weil um 17 Uhr muss die Folge auf YouTube sein. Ja, genau die, die ich gerade aufnehme. Wie hast du den Whisbot hier reinbekommen? Den habe ich installiert, den Whisbot, aber ich werde ihn wieder deinstallieren. Das war eher nur so ein Test. Ich wollte das einfach mal testen, wie der so ist und bin bisher nicht so damit zufrieden. Deswegen, den werde ich wieder rausschmeißen. Oder ihn halt noch optimieren. Oder mir einen anderen Bot. Oder einen anderen Bot ausprobieren. Brauche auch so einen Bot in meinem Stream. Wenn du Lust hast, treffen wir uns mal eine Party oder so und dann erkläre ich dir das noch mit dem Bot. Ist halt eigentlich nicht so schwer. Da gibt's sogar vom Whisbot gibt's eine extra Internetseite. Kannst dich dann direkt mit deinem Twitch-Account einloggen. Musst halt nur die ganzen Einstellungen da vornehmen. Ist alles in Englisch. Weiß nicht, ob du das verstehst. Und die besten Einstellungen kannst du halt auch nur machen, wenn du echt Premium holst oder so ein Scheiß. Und außerdem jetzt hier, der Whisbot hat jetzt wieder Big Baby Star vorhin mit in Englisch begrüßt, obwohl ich eigentlich eine eigene Grußbotschaft eingebaut hatte. Und deswegen, das finde ich ein bisschen blöd. Okay, können wir machen, wenn ich mein Mikro habe. Wie ist dein Headset kaputt oder was? Hast du dein Headset in den Arsch gekriegt? Wie gesagt, ich mache jetzt noch weiter, bis die beiden Schaufeln, die unten in meinem Inventar rechts sind, bis die kaputt sind. Und dann werde ich den Stream erstmal beenden. Dann werde ich wahrscheinlich entweder heute Abend oder morgen früh nochmal mit dem Spargel zusammen oder mit jemand anders streamen. Und am Donnerstag, 14.05.17:30 Uhr, geht es dann wieder los mit dem Let's Stream Together. Lenla, klar, musste da auch voll wieder lachen. Vielleicht bin ich ja Freitag bei euch mal in der Party. Sehr schön, sehr schön. Auf jeden Fall. Kannst du uns ja adden im PSN. Und Balko schreibt, ja, ich krieg alles kaputt. Was hattest du denn für ein Headset? Hattest du nur das Standard-Headset von der PlayStation oder hattest du ein spezielles Headset? So.
Ach ja, Terraforming. Was wäre Minecraft ohne Terraforming? Das langweiligste überhaupt, aber man macht's immer wieder. Sennheiser U320 Headset. Was hast du da kaputt gekriegt? Wie lange hast du das schon gehabt? Ist noch von PS3-Zeiten oder wie? Ich höre eine Spinne, aber nicht in meiner Nähe. So, Schaufeln sind kaputt. Ich würde mir auch gerne einen Ofen hier herstellen, damit ich hier dann immer gleich mir Glas brennen kann. Oder ich brenne das einfach drüben. Ist ja egal. Dann bringe ich das jetzt noch da in die Öfen. Und dann war es das erstmal für heute. Wie gesagt, 14.05.17:30 Uhr, Donnerstag. Let's stream together time. Ein Jahr jetzt. Mensch, Mensch, Balko. Das ist eine kurze Zeit. Ach, siehst du, ein bisschen Cleanstone könnte ich für mein Haus vielleicht auch gebrauchen. Ich klaue mir das jetzt einfach und packe mir das ins Inventar. Und ich werde noch ganz schnell Schafe klatschen. Mensch, ich komme hier gar nicht mehr zum Ende. Da gibt es heute echt eine Überlängenfolge auf YouTube. Können sich Leute darauf freuen. Dafür gab es ja gestern eine kurze Folge, 16 Minuten nur. Dann gibt es heute die kleine Entschädigung mit der Überlängenfolge. Und dann heißt es für mich gleich wieder Project Cars. Erstmal wieder ein paar Runden heizen. Ganz entspannt den Sonntag vor der Konsole verbringen. Schnipp, schnapp, Wolle ab. Die blöden Pferde hier zwischen nerven mich. Zack, zack. Na los, komm schon. Balko schreibt, ja, damit ich Kohle zusammenbekomme, habe ich mein Fahrrad verkauft für 55 Euro an einen Inder mit Audi A5. Nur damit du Kohle kriegst, verkaufst du ein Fahrrad. Mensch, Balko, sportlich. Du musst ein bisschen sportlich bleiben, du. Kannst du nicht ein Sportgerät oder ein Fahrrad verkaufen für ein Mikrofon? Balko, Balko, Balko. Ich wäre froh, wenn ich ein Fahrrad hätte und mir das nicht geklaut worden wäre hier in Hamburg. Aber in Hamburg brauchst du gar kein Fahrrad kaufen. Dann wird dir eh wieder geklaut. Da kriege ich nicht mal 55 Euro für. So, dann gehe ich nochmal schnell zur Kiste. Ich hoffe, man hört nicht, wie mein Magen gerade knurrt. Das ist mir ziemlich unangenehm. Ich habe extra vorher noch ein bisschen was gegessen, damit mein Magen nicht ganz so unruhig ist, aber hat wohl nicht geholfen. So. Sand packe ich erstmal rein. Stein und Wolle. Zack. Oh, haben wir doch schon ein bisschen was an Wolle zusammengekriegt. Rote Wolle, hä? Okay, alles klar. Kein Ding. Zack. Ja, die Eimer lasse ich auch erstmal hier. Gut. Ich würde sagen, das war's erstmal. Und dann würde ich sagen, verabschiede mich für diese heutige Folge. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Sonntag, einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche. Und wir sehen uns dann entweder morgen früh oder heute Abend. Ich weiß noch nicht, wann ich genau nochmal streame. Ich schätze mal eher morgen früh. So gegen Zwangelstream und dann am Donnerstag, 14.05. um 17:30 Uhr. Let's stream together. Da geht die Action wieder richtig ab. Ich bedanke mich an die Zuschauer. Danke, Balko. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Schau auch an Lenla, 27.10.14. Hoffe, wir sehen uns wieder. Vielleicht sieht man sich dann ja Freitag in der Party, wie du schon gesagt hast. Oder man sieht sich im nächsten Stream. Wie viel Uhr morgen früh, Balko? Das weiß ich noch nicht. Das muss ich erst absprechen. Ich muss mir erst jemanden suchen, der mit mir zusammen streamen möchte. Das ist wahrscheinlich das Spargel. Aber ich sag mal so 12, 13 Uhr. Spätestens 14 Uhr. Sonst einfach mal schauen. Kriegst du bestimmt, wenn du mir vorgefolgt bist, weiß ich nicht, kriegst du eine Benachrichtigung. Wie gesagt, das ist morgen eh nur so ein bisschen rumgedönse wieder. Dann werde ich eh wieder nur ein bisschen Sand abtragen und die Ebene hier Fläche ebnen
für mein zukünftiges Haus, was ich dann am Donnerstags bauen werde. Ich sag mal einfach morgen 13 Uhr. Ich versuche es morgen 13 Uhr zu machen. Ja, das ist Mittag, aber für mich ist das morgen. Lennler, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ich sage einfach mal morgen 13 Uhr. Starte ich mal die kurzen weiteren Ankündigungsfolgen. Das wird dann wahrscheinlich nur 1,5 Stunden gehen, höchstens 2. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Haut rein, bis entweder morgen oder bis Donnerstag. Bis denn. Tschüss, Kaski.